zweite Folge, eine hoffentlich etwas weniger beträchtlicher Schaden, der diesmal entsteht. Und wir sind fast am Ziel. Die letzten drei Folgen trennen uns vom Ende einer Staffel, die schon alles hatte, von Nullern bis zur Millionenfrage. Aber Specials fehlen noch, die werden wir noch vielleicht nachholen. Mal schauen. Erstmal beginnen wir die drittletzte Folge von unserer kleinen Show Wer wird Millionär? Los geht's! Hey Ratchet, welcome to the stream. And what do you mean was well done? So, und an alle, die eben nochmal zuschauen, willkommen zu einer der letzten Folgen unserer Staffel 4. Fast sind wir da und letzte Folge war doch ein wenig mitreißend, was den Schaden angeht. Doppelt 0 und 500, das muss man überbieten können. Wir haben ja schon echt alles gesehen gehabt, diese Staffel. Und ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Ratchet, if you would like to, you could play with us and join us in the game if you want. Then we could try if the English question database would work, but I'm not sure. Yeah, that's what I was asking. If you wanna try English questions, let me know. Then you could play our special season 4 rules. No, I'm alright, just watching this is all. Well, you didn't miss that much so far. Dann starten wir doch mal hier mit der ersten Aufgabe. Machen Sie Abu, Addis, Buenos und Phnom zu Hauptstädten. Abeba, Ayers, Dabi, Penn. Das ist wieder so eine Frage. Please try it. So, aufgelöst. Da haben wir angefangen doch vorne. Abu Dhabi, Addis Abeba, Buenos Aires und dann Phnom Penh. C, A, B und D. Das wussten immer noch einige. Am schnellsten Spieler zählen wir 1,3 Sekunden. So. Well, Ratchet, if you don't want, then join us in our chat game, since we are ending season 4 of my Let's Play so far. 3 episodes are left, and we have some special rules. Up to question 10, which is worth 16,000, you have to stand at 3 lifelines, phone a friend, ask the audience in 50-50. And once you reach the second threshold, you get double dip and switch. That's as simple as it sounds like. I don't want to be the loser. Wenn ich jetzt eine Runde spiele und hoch gewinne, bist du der aber. Wir starten. Das die nächste Runde. Los geht's. Wie heißt der gesetzlich fixierte Zeitpunkt, zu dem Verkaufslokale schließen? Torschlusspanik, Schlussverkauf, Ladenschluss, Ausfuhrstopp. Lokale schließen zum Ladenschluss. Also C. Give me a few. You mean a few questions or what? Wie nennt man den äußeren Teil des Ohres? The outer part of the ear is called what? Auster, Muschel, Garnele oder Qualle? What do you mean by give me a few? Und außen drum noch die Ohr.
Muschel. What's it called in English? I'm not sure. Ja, es ist in jedem Fall B, aber dennoch. Dann, was ist nicht im Tiergarten, aber im Biergarten zu finden? Also Ignit. Maibock, Rehbock, Gamsbock, Steinbock. Ratchet, what do you mean by give me a few? I guess you're translating my German question like always into English, don't you? Nicht im Tiergarten, aber im Biergarten zu finden. Das könnte... Steinbock ist im Tiergarten. Gamsbock. Alles noch nie gehört, außer C. Also Rehbock doch auch. Steinbock. A oder C? Was sagt ihr, Freunde? Swash is still here? Severin! Nabend! Der Maibock. Dann nehmen wir mal sein A. Da kennt sich jemand aus, wa? So. Nächste Frage. Nach vielen Entscheidungen muss man damit rechnen, dass es redensartlich Tadel schneit, Gemecker regnet, Kritik hagelt oder Rüffel nieselt. Was? Einen guten Hunger dir? Ja, nach Fehlentscheidungen, da hagelt auch mal Kritik, würde ich mal sagen. Das sind ja bestimmt auch so. Das ist Kritik hagelt. Und 500. Hedwig Kurz Mahler. Erhielt 2 Nobelpreise, lief 20 Weltrekorde, schrieb ca. 200 Bücher, besaß 2000 Patente. What? Die Frage hatten wir doch schon mal irgendwann früher mal vor gefühlt 50 Folgen. Oder in einer alten Staffel, keine Ahnung. Hatte die nicht 200 Bücher oder so geschrieben? Schon keine Ahnung. Also bei der Frage würde ich einen Joker ziehen, müssen wir nicht. Wisst ihr die Frage? Also, ich bin mir unsicher, ob man das nehmen würde. Aber ich würde vielleicht sagen C oder was? Weiß das hier jemand von euch? Sieht so ruhig aus. Ich nehme mal an, keiner von euch weiß das heute. Dann würde ich mal sagen, ich schmeiß einen Joker raus und nehme Telefon, der die Frage definitiv noch beantworten kann. Die ersten 5 Fragen, weißt du so immer. So, was machte die Frau? Nobelpreise kriegen, Weltrekorde, Bücher schieben, dass es nur C oder A sein kann, dann muss es wahrscheinlich C sein. Stärkere Tendenz geht zu was? C. Alles klar. Also nehme ich meine Antwort auch C. Circa 200 Bücher. Dann habe ich vielleicht richtig in Erinnerung gehabt. C. Soweit so gut. Tausend. Welche Organisation setzt sich mit prominenter Unterstützung gegen das Tragen von Tierpelzen ein? DEFA, PETA, VISA, FIFA. Das müsste die PETA sein. Lecker Bratkartoffeln. Gönn dir. Bei mir gab es Spätzle, Gemüsepfanne und dazu Rührei. Total geil. So, und das hier sollte, glaube ich, die PETA sein. Ja, B. Okay. 2000.
Was hängt bei den meisten Männern etwas tiefer als ein Gegenstück auf der rechten Seite? Was kann ich für Antworten kommen? Linkes Ohrläppchen, linkes Augenlid, linke Hand, linker Hoden. Das weiß ich leider als Mann sogar. Und die Frage erinnert mich auch noch, das ist der linke Hoden, weil ansonsten gäbe es dann doch beim Gehen ein kleines Problem. Ich meine, Leute werden sich vielleicht an den Schritt greifen, aber es ist der linke Hoden, vertraut mir mal da. Was dein Putter? Golfschläger, Baumkänguru, Mikrochip, Baseballspieler. War Putter nicht der kleine Golfschläger? Putter müssten Golfschläger sein. Mikrochip ist Quatsch, Känguru ist auch Quatsch, Baseballspieler. Die hatten auch irgendeine Zeit. War das Putter? Ich überlege gerade. Putter müsste, glaube ich, ein kleiner Schläger gewesen sein. Sollte Antwort A Golfschläger sein. Was? Ja, mit A bestätigt sogar. Und weiter geht's. 8000. Was? Fontanes Effi Priest ist eine. Ehebrecherin, Bankräuberin, Freiheitskämpferin, Falschspielerin. A Fontaine. Fontaine. Fontaine Effi Priest. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich könnte mir vielleicht, ja, B vorstellen oder C, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde einen Joker an der Stelle ziehen und zwar, weil 50-50 überhaupt nichts bringt, würde ich Publikumsjoker einsetzen. Wie sieht es bei euch da draußen aus? Habt ihr eine Idee? Ihr dürft auch sagen, keine Ahnung, natürlich, wie immer. Wisst ihr ja. Da sehe ich keine Ahnung. Gut, dann der Rest von den 10 Zuschauern gerade da ist, der schlägt anscheinend. Dann nehmen wir den Publikumsjoker. Severin hat auch keine Ahnung. Dann hauen wir mal Publikum rein und gucken, was der uns bringt. Fontana von Ten Effie Priest ist eine Ehebrecherin, Bankräuberin, Freiheitskämpferin oder Fallspielerin. Also ich würde ja sagen, es könnte B oder C sein, aber gucken, was die anderen hier so abstimmen. Gut, dass man das Ingame-Publikum nicht beeinflussen kann, was eh nicht vorhanden ist. Prozent sind für A. Ah, okay, das wäre nur meine dritte Antwort gewesen. Aber 76%, das ist mal lobenswert mit 3/4 von der Abstimmung her. Gut, dann, wenn das so ist, gehen wir nochmal mit A mit. Vier, die liegen falsch, Freunde. Tun sie nichts. Und noch die 16.000er. 2005 heiratete Raphael van der Vaart die 5 Jahre ältere Sylvie Schwalb, Falk, Mais, Dohl. Das ist wieder so eine schöne entweder Frage, man weiß oder man weiß es nicht. In meinem Fall weiß ich es nicht. Ich würde mit 50-50 hoffen, dass irgendwie vielleicht A oder D stehen bleiben, weil ich würde B und C ausschließen. Wie sieht es bei euch da draußen aus? Wisst ihr es vielleicht? Oder habt ihr irgendeine Erinnerung? Keine Ahnung, könnte ja sein. Weil die Frage ist eigentlich nur, ob man es kennt. Ist ein C gewusst oder geraten?
Die ist Fräulein Sylvie Mais. Weißt du? Dann? Wer, es stimmt nicht. Dann darfst du dich nochmal hier versuchen, wenn du willst. Die Sylvie Mais. Also ich würde einen Joker nehmen, ehrlich gesagt. Die sind geschieden. Hoppla. Dann? Mit der Aussage hinten dran? Mehr Vertrauen für Frau Mais? Zahlt es sich aus? Jawohl. Wunderbar. So, und jetzt steht uns die Welt offen. 16.000 sind sicher und 3 Joker sind da. Die beiden anderen, zweite Chance und Switch, kommen jetzt hinzu für uns. Und wir gehen auf 32.000. Was erfand Louis Rohr 1946? Badekappe, Bikini, Chlorbrille oder der Schwimmflügel? Also, ich würde vermuten, dass es vielleicht, ich weiß nicht, Schwimmflügel sind doch bestimmt schon, wobei, wie alt sind die vielleicht? Weiß man gar nicht, also, Bikini gab es bestimmt schon vorher, Badekappe, vielleicht auch nicht, Chlorbrille würde eventuell sogar Sinn machen, aber um die Zeit, 46, es klingt ja alles nicht schlecht irgendwo. Also am wenigsten Sinn für mich machen würde irgendwie B, weil ich wette, Bikinis gab es auch schon vorher. Schwimmflügel. Na, ich weiß nicht. Gäbe es Ideen eurerseits? Also, ich vermute mal schwach zwischen C und vielleicht D. Dann eher die beiden als noch als A. Aber ich weiß es nicht. Ich frage mich gerade, was es bringen würde. 50-50 würden eventuell die zwei falschen stehen bleiben. Ich würde B nehmen, bin mir auch nicht sicher. Bademode war in den 20ern. In den 20ern eher Badeanzug. Das kann natürlich auch sein. Wir machen mal Annäherung auf 50-50. Okay, B oder D? Bikini oder Schwimmflügel? Dann... Bikini oder Schwimmflügel? Du sagtest, Bademode war eher in den 20ern. Eher genannt Badeanzug. Das ist ein bisschen tricky, das da. Zumindest in meinen Augen. Weil es könnte irgendwie beides sein. Und ich würde nicht unbedingt die zweite Chance dafür opfern. Die dann gegebenenfalls unnötig eingesetzt wäre hier. Also du würdest B nehmen. Wie sieht es mit dem Rest hier aus für euch? Ahnung, ahnungslos, Tendenz irgendwo zu? Also, ich finde es schwierig bei der Frage zu sagen, was jetzt genau davon 46 von ihm erfunden wurde. Ich meine, gegebenenfalls sind vielleicht alle Sachen davon um 46 irgendwann erfunden worden, beziehungsweise, naja, so benannt worden vielleicht. Ist nicht sehr einfach. Wollen wir uns auf die Antwort einigen oder einen Joker noch nehmen? Ich kann überlegen, welcher war. Ich glaube, der vierte war die zweite Chance.
Ich komme, ich nehme es noch dazu, was soll's. Nehmen wir die auch noch weg. Fangen wir mal mit Bikini an. Der Joker ist weg. Da waren es noch 4 Fragen und ein Switch. Aber sicher gespielt. 64.000. Moderator Florian Silbereisen sicherte sich im Oktober 2011 einen Guinness Weltrekord im Herdplattenlauf, Kaffeefilter werfen, Gefrierfach stoßen oder Mikrowellen reiten. Was? Wer reitet denn bitte schon eine Mikrowelle? Oh Gott, mein Hals, ey. Also, Herdplattenlauf kann sein. Mikrowellenreiten klingt irgendwie falsch, wie auch lustig. Gefrierfach stoßen. Naja, es ist alles so ein bisschen wischiwaschi irgendwo. Also ich könnte, ja, ich weiß nicht, Herdplattenlauf klingt gut. Idee eurerseits? Herdplattenlauf, das klingt gut. Habt ihr eine Tendenz? Money value doubled? We're currently on the 64.000 euro question with one switch intact. Also ich würde ehrlich gesagt in dem Sinne nehmen A, aber ich traue mich es nicht, deswegen ich würde die Frage wechseln, wenn keiner von euch eine Ahnung dazu hat. Wir wechseln die Frage, oder? Da anscheinend gerade alle am Schlafen sind, nehmen wir Frage wechseln dazu. Ich hätte gesagt A. Und es wäre gewesen. Verdammt, ist ja recht gewesen. Herdplattenlauf. Dann weg mit dieser Frage. So, dann haben wir die Frage. Wer greift am ehesten auf ein sogenanntes Sandwich-Gummi zurück? Tischtennisspieler, Fastfood-Mitarbeiter, Formel-1-Piloten oder Pornodarsteller? Ein Sandwich-Gummi. Ja, das ist ja. Ist mal eine Angelegenheit da. Ein Sandwich-Gummi. Ich kann mir vielleicht vorstellen, was soll ein Sandwich-Gummi denn sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Tischtennisspieler ist in dem Sinne. Fastfood-Mitarbeiter, ich wüsste jetzt nicht. Naja. Ein Sandwich-Gummi, das B ist fast zu offensichtlich als Antwort richtig. Das glaube ich irgendwie nicht. Weil wenn ein Sandwich-Gummi das ist, wie es da steht, dann kannst du einfach theoretisch bei einem riesigen, nehmen wir mal an, ein riesiges Baguette bei Subway oder sonst wo, könntest du mit dem Gummi so zubinden, theoretisch. Aber ob es das wirklich ist, das wäre zu naheliegend fast. Formel 1 Piloten und ein Sandwich-Gummi. Könnte ich so nicht sagen, weil ich wüsste gerade nicht, wo da so eingesetzt werden würde. Und Pornodarsteller, da wollen wir jetzt mal nicht ins Detail reingehen. Ich glaube nicht, dass es da so einen Begriff gibt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also meine Vermutung liegt bei Antwort A, Tischtennisspieler, aber ich glaube in dem Fall würde ich mit dem Chat aussteigen. Wenn es von eurer Seite keine
Hinweise bzw. Anmerkungen dazu geben würde oder Ideen, was wir nehmen sollen, dann würden wir an der Stelle hier nämlich den Run beenden. Also wie gesagt, B ist naheliegend, aber ich würde A nehmen. Und da es nicht riskieren will, lass doch mal hierbei. Das soll's gewesen sein. So, getippt hätte ich wie gesagt auf A oder B. Ich nehme jetzt mal dafür Antwort A, Tischtennisspieler. Und auf ein Sandwich-Gummi zurück greift am ehesten der Tischtennisspieler. Ich hätte beide Fragen mit dem Switch vorher und nachher richtig gehabt. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber dennoch ist es ein schöner Gewinn für diese zweite Live-Folge. Besser als die erste zumindest. Und das war Nummer 2. Das sind in dem Fall unsere 58. Folge. Gleich kommen noch zwei Folgen, die 59 und die 60, dann ist es vorbei. Mal gucken. Gleich können wir eine Chatrunde wieder machen. Alle, die dabei sind, ja sind, dürfen natürlich mitraten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich zur nächsten Live-Play-Folge im Chat. Und ansonsten für alle anderen, bis morgen. Tschaußen. So.